auf Stream starten gedrückt. Die CPU rastet nicht komplett aus, das sieht gut aus. Und Bitrate sieht auch ordentlich aus. Wir streamen auch heute nur auf 720p, weil geht nicht anders. So, ich glaube aber, ja, das sieht vernünftig aus. Das sieht gut aus. Träumchen. So, dann treatable, würde ich sagen. Ja, so, dann drücke ich auch nochmal auf Aufnahme. So, Matthias. Henrik. Ich hab das mal heute an drei Orten, nämlich dem Internet. Da sind wir irgendwie immer. Also, wir sind nicht an mehr Orten als sonst. Nur du bist an einem anderen Ort. Ich bin an einem anderen Ort als sonst. Insofern sind wir Internet, Berlin-Potsdam, Hybrid bei mir sozusagen. Und du sitzt wo? Ich sitze, wie man an diesem Hintergrund erkennen kann, ich sitze in einem russischen Hotelzimmer in Kasan in Russland, weil ich hier als Flying Faculty an einer Uni unterwegs bin. Am GRIAD nennt sich das. Das ist das German-Russian Institute of Advanced Technology. Ich versuche jetzt den verzweifelten Versuch zu vermeiden, das auszusprechen, wie das auf Russisch heißt. Also Germano-Rassistisch Institut Novich. Was interessant ist, dass hier mit ach ja, Flexer hier, das wäre irgendwie so Frage 13 gewesen, ob ja, du viel Russisch sprichst. Ja, Torge, also ja, ich auf Russisch sage ich immer, ja, Torge Gavraju Paruski Yazyk Shuchutjas ein bisschen. Und witzig oder sozusagen, also interessant ist, dass halt dieses Advanced Technology, kann ich dich ja mal fragen, wie würdest du denn Advanced Technology auf Deutsch übersetzen? Also fortgeschrittene Materialforschung, aber also warum überhaupt advanced? Also warum nicht einfach Technology and Resources oder also gibt's das im Deutschen Advanced ja, Technology? Weiß ich nicht. Also hier wird es halt mit neu übersetzt, ne? Also es heißt Novych Technologie, Technologia, ich weiß, also einfach sozusagen neu. Also alles nach der Bronzezeit in Age of Empires oder wie? Also ich meine, wenn es Advanced gibt, dann muss es ja auch ein Basis. Also weiß ich, das finde ich, kann man nicht so direkt übersetzen. Es muss auf jeden Fall gut klingen. Wir werden wahrscheinlich heute auch noch ein paar. Es gibt ja relativ viele Unis, die in so einer Deutsch-internationalen Kooperation fungieren, kommen wir wahrscheinlich später drauf. Was mich interessieren würde, und das ist ja so erstmal die offensichtliche Frage, warum? Also, das ist jetzt irgendwie nicht gerade um die Ecke. Wie kam es dazu? Und ihr scheint da ja in Magdeburg eine längere Historie zu haben. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also, ich glaube, klar, eine längere Historie, der Magdeburg liegt ja im in der ehemaligen DDR, wenn man so möchte, ne, im ostdeutschen Teil von Deutschland. Und da gab es natürlich schon bestimmt seit 50 Jahren irgendwie Kooperationen auch, weiß ich, bei uns mit Moskau, dem Energetischen Institut, und halt mit Kharkiv zum Beispiel oder mit Wrocław in Polen, mit irgendwie verschiedenen Unis in Richtung Osten. Und Ich glaube, die Motivation für uns, so ein bisschen das immer zu machen, war natürlich so einfach wissenschaftlicher Austausch und jetzt so in den letzten 10 Jahren, wenn man mal ehrlich ist, Studierendenzahlen pushen. Weil so wahnsinnig viele deutsche Studierende möchten irgendwie nicht Elektrotechnik studieren. Trotzdem wird man als Uni, als Fakultät irgendwie so, auch so ein bisschen dafür bezahlt, wie viele Studierende da sind. Also war halt so. Gibt's so eine Quote, ne? Ja, gibt's so eine komische Quote. Und da war, glaube ich, so vor 10, 15 Jahren auch so die Idee. Lass uns mal internationale Studiengänge machen. Das ist doch eine Idee, ne? Und dann kommen halt ganz viele Leute aus irgendwie fernen Ländern und dann machen wir einen Master mit denen. Bachelor haben die alle schon und das ist total super. Da haben wir wenig Aufwand und das pusht unsere Studienzahlen. Und das haben wir dann gemacht. Kannst ja denken, was da rausgekommen ist. Was rausgekommen ist, dass man komplette englischsprachige Studiengänge aufsetzt
Und ich meine, gut, ich habe mir schon ein bisschen was angelesen, dass ihr einmal im Jahr dort seid und dass die aber auch nach... Ja, gut, das ist ja das, was mit den russischen Studien passiert. Aber ich meine, ansonsten in den internationalen Studiengängen, wer kommt denn da zu uns? Hauptsächlich, sagen wir mal, Studierende aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch, aus China. Und die kommen da auch zum Teil von ziemlich guten Unis. Und im Großen und Ganzen kann man auch mit denen irgendwie schon relativ vernünftig arbeiten. Aber das ist halt trotzdem eine ganz andere Kultur. Und auf die waren wir halt... überhaupt gar nicht vorbereitet. Ne? Also wenn man jetzt... Ach so, meinst du das? Frag mal einen indischen Studenten, ob er das kann oder ob er das nicht kann. Der wird dir nie sagen, dass er das nicht kann. Der wird immer sagen, very experienced, no problem. Ne? Und da haben wir halt wirklich seltsamste Sachen bei uns erlebt. Und ich glaube, dann war so die Motivation zu sagen, lass uns mal nochmal eine Kooperation mit einer russischen Uni starten, dass die russische Lernkultur doch, sage ich mal, näher dran ist an dem, was wir halt so in Deutschland haben. Ja. Und ich habe übrigens, ganz kurz, um dich zu unterbrechen, Advanced wurde gerade mit hochentwickelt, also Advanced Materials, hochentwickelte Materialien übersetzt. Ja, also danach kommt Technology, nicht Advanced Materials, sondern Advanced Technology. Ja, okay. Und Charlie schreibt auch die Deutsch-Technische Fakultät in Donetsk. Also ich glaube, es soll also auch Donetsk heißen. Genau. Ja, vielen Dank für den Input. Also wie gesagt, das ist ja so ein bisschen die Frage, wie man das halt immer die Transliteration macht. Das ist auch mit meinem Namen. Also Magdowski kommt natürlich eigentlich aus Polen. Und wenn man das dann auf Russisch übersetzt, also mit russischen kyrillischen Buchstaben schreibt, dann wird halt aus dem W in Magdowski so ein russisches W. Und wenn man das dann halt aber wieder zurücktransliteriert, dann wird halt aus dem W ein V. Also hier werde ich halt manchmal auch Magdowski mit V geschrieben und manchmal auch mit Y hinten statt mit I oder manchmal mit zwei I und das ist so ganz, ganz abgefahren. Das ist tatsächlich interessant, so im Sinne von Ansprache, Anrede. Wie formell ist das Ganze denn? Man könnte ja jetzt meinen, wenn man sich hier in unseren Master-Vorlesungen oder auch Bachelor-Vorlesungen oder Seminare anguckt, dass es, also ich lasse mich zum Beispiel jetzt hier in Deutschland nicht siezen. Das ist mir irgendwie zu Das ist so blöd, aber irgendwie passt es nicht. Ist das so sehr Dr. Ing Magdowski oder bist du da mit Matthias? Wie ist das? Ja, eigentlich ist das recht informell, muss man mal sagen. Also ich glaube, da sind wir in Deutschland schon noch irgendwie förmlicher unterwegs. Das Einzige, also ich hab immer das Gefühl, deswegen auf diese ganzen Twitch-Aufzeichnungen, Fotos sieht man mich auch immer mit Anzug. Also ich glaube, hier wird halt... Echt? Mehr so auf doch das äußere Erscheinungsbild geachtet. Deswegen, und ich habe immer Angst, irgendwie dem Rektor in der Uni über den Weg zu laufen und dann sozusagen einen schlechten Eindruck zu machen. Deswegen bin ich hier eigentlich immer im Anzug unterwegs. Das hilft manchmal auch bei anderen Sachen. Also dann, man. Fällt es halt auch auf. Also ich meine, es ist ja. Ne, was heißt. Hier laufen halt schon viele im Anzug rum. Okay. Aber also nicht so ein bisschen aus dem Bild als Ausländer? Nee, also, dadurch falle ich nicht auf. Krass. Dadurch falle ich eher nicht auf. Also ich würde eher auffallen, wenn ich jetzt einfach so im Polohemd dort am Staub wäre. Oh wow, oh, da bin ich ja mit dem Kapuzenpulli vollkommen falsch. Okay, aber dann also... Ist echt recht typisch für Russland, ich trinke grünen Tee. Okay. Random Fact zwischendurch, Matthias trinkt grünen Tee. Okay. Nochmal zu den Studierenden. Wir haben jetzt gerade schon so ganz grob die Lernkultur angeskizziert. Ich habe mir ja auch vor allem die mongolische Lernkultur angeguckt. Auch dort gibt es einen German Mongolian Institute of Resources and Technology, GMIT nennen die das. Also diese Kooperationen, haben wir jetzt gelernt, sind irgendwie nichts, die sind schon was Besonderes, aber wir haben diverse Kooperationen, also der DAAD versucht sowas ja auch stärker einfach auch zu pushen, dass man eben so dieses Deutsch Bindestrich Land, ich glaube auch, wir sind in, gibt noch in Jordanien, hatten wir da sozusagen Gäste dort und ich weiß nicht, ob in Kasachstan gibt es, glaube ich, auch eine. Und was ich interessant finde oder was ich dich jetzt direkt fragen kann, ist, was sind denn noch so andere unterschiedliche Lernkulturunterschiede? Du hattest gerade schon gesagt, hier kannst du das, ja klar. Und wie ist, also die andere Beobachtung ist, dass es ja durchaus auch immer historische Wurzeln, oft eben mit der ehemaligen DDR hatte. So war das, oder ist das nämlich auch bei der Mongolei gewesen, dass beide Teile, West wie Ost,
eben diese eine gute Beziehung hatten und man dann und tatsächlich alles auch, also es gibt irgendwie eine frühere Historie zusammen und dann so um die 2000er, 2005er, aber ich 2014, glaube ich. Genau. Zumindest habe ich da die erste Pressemitteilung gesehen, dass man dann eben gesagt hat, okay, und jetzt wollen wir das irgendwie ins 21. Jahrhundert heben. Also wie es zu diesem Kontakt nach Kasan kam, ist mir eigentlich auch gar nicht so bewusst. Also es gibt es halt hier seit September 2014, da wurde eben dieses GRIAT, dieses Institut gegründet, als sozusagen als Teil dieser Uni hier. Es gibt in Kasan super viele Unis, ich glaube, was ich, 15, 20, je nachdem, was man da sozusagen alles als Uni, Hochschule, College und so mitzählt. Das, wo das GRIAT angegliedert ist, ist so eine technische Uni, die sich hauptsächlich mit Luftfahrt beschäftigt. Okay. Wollen wir mal kurz auf die Karte gucken? Also ich können wir gerne machen. Ich habe da was vorbereitet. Du hast da mal was vorbereitet. Genau. Also mir ging es so. Russland ist halt auch einfach groß. Und jetzt verdammt ist die Frage, groß. Ja, aber ich glaube, es ist, glaube ich, auf unserer Kartenprojektion ist es immer so groß. Also ja, ich glaube, wenn man sich auch mal anguckt, ja. Also das ist nicht Kasan. So, das ist also wenn man Fahrrad durchfährt, braucht man es so eine Weile, ja. Genau. Ich guck mal, ob ich es finde. Es ist eigentlich da ist schön. Ja. Es ist eigentlich auch auf dem Globus recht einfach zu finden, weil es liegt an der Wolga. Und die Wolga fließt erstmal so im Groben und Ganzen, sage ich mal, so nach Osten. Und dann macht die irgendwo so einen Knick und fließt nach Süden. Und an diesem Knick liegt Kasan. Ah ja, okay. Ja, ist. Und diesen Knick findet man relativ einfach. Das ist gut. Bist du schon mal, also es ist nicht dein erster Besuch in Kasan, richtig? So, also nein, so wie du es gerade hergeleitet hast. Ich bin da eigentlich seit 2015 jedes Jahr gewesen, außer im letzten Jahr, weil natürlich im letzten Jahr wissen wir alle, was da war. Ja, Corona, ja. Und es fing so an, dass ich um diese Zeit herum ist ja auch immer unser berühmtes Lego-Praktikum. Und ich kann mich erinnern, dass ich in diesem Lego-Praktikum einen Anruf bekommen habe von einer Mitarbeiterin in unserem International Office in Magdeburg, die gesagt hat, Matthias, hast du eigentlich einen gültigen Reisepass oder hast du eine warme Jacke? Ich sagte, ja, wieso? Ja, wir suchen da jemanden, der da nach Russland fliegt, sozusagen so in 3 Wochen, um da halt einen Kurs zu geben, dass dein Thema würde da super passen, elektromagnetische Verträglichkeit, hast du da halt Interesse. So. Würde da super passen. Und habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und das war auch wirklich total, total nett, weil da haben sich halt andere Leute um das ganze Administrative gekümmert, sage ich mal, so ein Visum und was man alles so braucht, Einladung schreiben und hier und da. Ja, und seitdem bin ich dann tatsächlich eigentlich jedes Jahr hier gewesen, eben bis aufs letzte Jahr. Krass. Genau, hat relativ viele Einwohner. Und das auch 2018. Also mit 1,2 ist ja, also aus deutscher Perspektive, ist das schon eine Großstadt, damit auch schon die 6. Stadt Russlands. Ich finde so einen Kontext immer total interessant, wo man da genau ist. Also ein Zentrum für den Islam in Russland zu sein, ist einfach interessant, wenn man mal wirklich so sieht, was es eben noch so gibt. Genau, ich natürlich unterhalte ich mich ja auch mit den Studierenden und mit den anderen Mitarbeitenden hier und also ich würde sagen, von der Stadtfläche her, das lässt sich natürlich auf jetzt so einem Google Maps Planer immer gar nicht so einfach fassen. Eigentlich würde ich sagen, ist Kasan jetzt von der Fläche her gar nicht so viel größer als Magdeburg. Also wenn man jetzt sozusagen irgendwie da so rumläuft, kommt man auch zu Fuß schon relativ schnell von A nach B. Also ja. Ich würde sagen, Berlin ist auf jeden Fall noch mal deutlich größer, aber gut, klar, in Berlin leben jetzt noch mal mehr Leute. Also ich glaube, es hat halt aber auch nicht richtig bauen, also die ganzen großen Flächen zwischendrin. Also ja, es hat halt einfach eine super hohe Bevölkerungsdichte, weil da halt einfach fast Wohnblöcke und so Hochhäuser stehen und wo halt einfach ziemlich viele Leute auf ziemlich kleinem Platz wohnen. Und, jetzt will ich es genau wissen. Fläche 201 Quadratkilometer. Gut, die Frage ist jetzt, wo man die Grenze zieht. Du willst jetzt 420. Die offizielle Distriktgröße sozusagen. Ja. Aber ja. Das ist ja immer schwierig, wo man halt die Grenze zieht. Ja, wo sagt man die? Also zumindest so, wenn man halt so in der Innenstadt rumläuft und so ein bisschen. Ist das hier so die Innenstadt, wo ich gerade bin? Oder, also, das ist so die Neustadt, würde ich sagen. Die Innenstadt ist da unten, wo Kasan steht. Ah, okay.
Ah, hier, guck mal, hier ist auch die staatliche Uni. Aber ich glaube, in Ja. der Neustadt, wie du sie jetzt genannt hast, ist auch Da ist, wenn du, die oder genau. hier, das müsste sie. Ah, ich bin auch vorbereitet, sag mal Ja, hier. genau, Okay. da wo TU Storsoroksiturje ist dieses. Da Ja. genau, das ist das. Ja. Da, genau, da bin ich. Okay. Spannend. Wie ist denn, Und also wir haben ja gerade, ja? ja, wenn du jetzt nur sozusagen so nach noch Kontext fragst, also Kasan gilt, glaube ich, als one of the most livable cities in Russia, also schon als Stadt, die recht lebenswert ist, weil es, glaube ich, im Sommer und im Herbst, also ich war ja auch schon ein paar Mal im Herbst hier, das ist tatsächlich sehr nett und sehr grün und so. Im Winter ist es halt natürlich viel Schnee und sehr kalt, aber es ist nicht allzu weit weg von Moskau im Sinne von, man fliegt ja halt hier nur ungefähr eine Stunde hin. Und es ist halt als Touristenstadt in dem Sinne beliebt, dass halt viele MoskauerInnen sozusagen am Wochenende hierher fliegen, hier das Wochenende verbringen, weil Kasan gilt halt, also ne, noch sozusagen so westlich, man ist halt aus Moskau schnell da, aber es gilt halt schon so ein bisschen als asiatisch und orientalisch, weil es hier so diese Echt? tatarische Kultur gibt und Ah, okay. man schon sozusagen eher so asiatisches und tatarisches und so usbekisches und kasachisches Essen so bekommt, auch so von Locals. Also schon mit trotz den, also es klingt relativ kosmopolitisch, ohne das jetzt zu romantisieren Genau, zu ja. wollen, Also ich aber sage, okay, Kasan krass. ist so ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und Religionen und Ja. Also halt war mir auch komplett nicht muslimisches klar, dass es so eine, ja, also wenn man auch da mal wieder die Projektion sieht, weiß nicht, wenn man jetzt von Magdeburg 700 oder 800 Kilometer, was ja ungefähr die Distanz zu sein scheint, geht, dann würde ich jetzt nicht behaupten, dass, ah, was kommt denn da irgendwann, also von mir aus Magdeburg, München, gut, München hat halt auch so einen bestimmten Charme, aber ich will darauf hinaus, dass jetzt unsere Städte nicht so maximal unterschiedlich sind, aber das könnte auch nur mein Vibe sein. Also, Ja, wenn man aber ich würde mal. jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, Magdeburg und Wien zum Beispiel sind vielleicht auch 800 Kilometer entfernt und da würde ich Ja. jetzt sagen, Wien hat schon einen anderen Vibe als Magdeburg jetzt. Ja, okay, fair. Aber Wien zu allem anderen hat, glaube ich, auch. Also, jetzt sind wir völlig, Ja, völlig im Off-Topic, aber keine Ahnung. okay. Jetzt haben wir schon gehört, dein Thema hat gepasst. Was sind denn so Überlegungen, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt. Du hast jetzt deine 20 Einheiten oder von mir ist auch dein PowerPoint-Set, dein LaTeX-Set. Wie schafft man es denn? Um so ein bisschen, wir haben gesagt, hier, digitale Lehre ist das Thema, so wie immer bei uns. Wie schafft man es denn, jetzt zu sagen, ich habe jetzt jemals meine Vorlesung mit und jetzt muss die aber ja irgendwie schon für eine andere Zielgruppe. Also ich könnte mir vorstellen, erzähl mal was über deine Studierenden. Sind die eher älter? Macht man eine Pause zwischen Bachelor und Master? Wie kontextualisiert man den Lehrstoff? Hast du den überhaupt angepasst? Weil können wir vorstellen, dass man den nicht einfach so abladen kann, oder? Eigentlich schon fast. Also, das sind halt auch, das sind Masterstudierende, die sind Ja. dann, wenn ich mit ihnen hier den Kurs mache, sind die halt so im sechsten, siebten, achten Semester. Oh wow. Und sind, also dann haben die halt, im Endeffekt, wenn ich jetzt muss ich mal so ein bisschen rechnen, die haben jetzt ein Semester, also sie sind nach ihrem ersten Mastersemester. Also das Masterstudium hier geht 4 Semester, die haben halt eins davon rum. Dann mache ich meinen Kurs, ich bin ja nur diese 1,5, 2 Wochen immer hier, so als Blog-Seminar. Dann sind sie halt noch ein Semester hier, dann kommen sie für ein Semester, das dritte Semester sind sie in Deutschland und das vierte Semester kommen sie zurück und schreiben hier ihre Masterarbeit. Und von daher, also die haben ja alle einen Bachelor gemacht, auch würde ich sagen, im Prinzip einen relativ guten Bachelor. Das ist so schon vom Niveau her auf jeden Fall besser und gut vergleichbar zu dem, was wir so in Deutschland machen. Da will ich auch mal kurz einhaken. Also man hat ja immer so, man ist ja immer schon sehr stolz auf das deutsche Bildungssystem, um das mal vorsichtig auszudrücken, und denkt ja immer, ja, die richtigen Ingenieure noch so Made in Germany etc. Aber ich muss sagen, dass ich auch, also ich war auch relativ viel im Ausland, ohne jetzt flexen zu wollen. Und egal, ob ich in Nepal oder der Mongolei oder auch Südkorea war, da sind schon richtig fitte Leute dabei. Also so dieses ja, was heißt stolz aufs Bildungssystem, aber so dieses
auch andere Länder haben, schaffen es mit einer soliden Bildung oder der ja, guten Education, wie ich das nennen würde. Und es ist einfach, also ich finde es spannend zu sehen, dass es auch durchaus diesen kulturellen Austausch gibt. Und es scheint ja auch so, also da habe ich mich auch schon mal bei euch eingelesen, dass es ja eben nicht so ist, dass du da einfach voll hinfliegst und sagst, okay, hier sind die Folien, wir halten es jetzt kurz ab, sondern die kommen auch nach Magdeburg und ihr betreut auch die Masterthesen mit denen. Genau, wir betreuen auch deren Forschungsprojekte in Magdeburg. Die eigentliche Masterarbeit machen sie dann wieder in Kasan, aber im Endeffekt entwickeln sich die Masterarbeiten aus diesen Forschungsprojekten, die sie bei uns machen. Also meistens war es so, dass sie halt bei uns die Messungen und Simulationen im Prinzip gemacht haben, die ganzen Ergebnisse hatten, dann sind sie zurückgeflogen und haben die hier in Anführungszeichen im Prinzip, sage ich mal, nur noch ausgewertet und da was draus zusammengeschrieben. Ich würde sagen, die russischen Studien sind im Allgemeinen relativ fit, so in den mathematischen, ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und auch recht gut da drin, so sagen wir mal, schon irgendwie mit so einem gewissen kritischen Blick auf Ergebnisse drauf zu gucken und halt nicht alles blind zu glauben, was man halt irgendwie mal zusammengerechnet oder irgendwo produziert hat, was ja schon irgendwie eine wichtige Kompetenz ist. Was aber auch ist, das System ist ja halt so ein bisschen verschult. Also so ein bisschen Eigeninitiative und Eigenverantwortung, das könnten die Leute hier noch ein bisschen mehr mitbekommen. Und dann ist halt, Englisch ist jetzt auch nicht so. Wobei, da bin ich, also ich spiele jetzt mal den Blödmann, der sagt, ja, aber auch unser Unisystem, auch gerade im Bachelor, ist relativ hart verschult. Ob Eigeninitiative immer so belohnt wird in der Vorlesung, sei auch mal vorsichtig dahingestellt. Also es gibt ja durchaus auch bei uns so einen vorgefertigten Plan. Und wenn du dich an den Regelstudienplan hältst, kommst du mit am entspanntesten durch dein Studium. Definitiv, aber in Deutschland ist es trotzdem noch so, dass man ja auch durch Prüfungen durchaus auch mal durchfallen kann und wenn man dann durch Prüfungen durchfällt, dann eben auch, sage ich mal, ein Semester warten muss oder vielleicht auch mal zwei Semester warten muss, bis die Prüfung wieder angeboten wird und ich glaube, das gibt es hier nicht so wirklich. Also erstmal fällt man hier, glaube ich, selten durch Prüfungen oder man müsste sich schon eigentlich sehr, sehr, sehr ungeschickt anstellen. Und wenn, dann würde man also als Student auch nie sagen, das ist jetzt meine Schuld, dass ich durch die Prüfung gefallen bin, weil ich habe mich schlecht vorbereitet, ich habe schlecht gelernt, sondern der Dozent hat mir das schlecht erklärt. Das ist aber auch wirklich interessant, weil das Stereotyp ist ja eher, dass es, je weiter östlich man geht, also auch bei China wird ja oft gesagt, dass es so ein hierarchischer Klassenraum ist und auch das ist mit Sicherheit anders als hier in Deutschland, wo man sagt, oh, Herr Professor, jetzt aber bitte nochmal erklären. Das haben wir noch nicht verstanden. Aber das scheint ja dann auch anders zu sein. Also sowohl mit dem, kann das wirklich so richtig sein, als auch mit dem, aber vielleicht hat sich das auch einfach global gedreht, dass man nicht mehr, also im Sinne von, wer hat Schuld, dass jemand durchfällt. Weil das sind ja auch, also finde ich, vielleicht ist es auch nur wieder meine Vorstellung, aber das war auch immer so ein bisschen das Klischee, dass man, ja, dass die Freidenkenden immer im Westen, ja, also interessant, ja. Ja, was wie ich sage, was halt auch ein gewisses Problem ist, ist Englisch, weil ich glaube, hier so der Englischunterricht in den Schulen jetzt abseits der Uni ist, glaube ich, von der Qualität her nicht wahnsinnig gut, weil es einfach keine guten Englischlehrerin gibt, also oder Englischlehrer, Englischlehrkräfte, weil die haben das auch nur von jemandem gelernt, der auch nur mal das von jemandem gelernt hat, der vielleicht 1960 mal drei Tage in irgendwo in einem Land war, wo man mal tatsächlich Englisch gesprochen hat. Also ich glaube, die lernen das einfach. Das ist so, meine Kinder in der Schule lernen ja Englisch und Französisch und so von MuttersprachlerInnen und ich glaube, das ist schon ein Riesenvorteil, weil man halt einfach so die Aussprache und diese Grammatik dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise lernt, als wenn das halt so, ne, so. Und dann ist eben aus, glaube ich, russischer Sicht die Motivation, Englisch zu lernen, nicht so wahnsinnig groß, weil wenn man halt natürlich hier in Kasan steht, kann man 1000 Kilometer mindestens in jede Richtung gucken, alle um einen herum sprechen Englisch. Russisch, meinst du? Russisch, Entschuldigung, Russisch, also, natürlich, ja. Wenn wir mal auf die Karte gucken, ja.
Das ist wohl. Ja, also die westlichen Länder sind auch nicht unbedingt so ein beliebtes Reiseziel hier, weil das einfach für die Leute von hier wahnsinnig teuer ist, dahin zu reisen. Also es kann sich halt kaum einer leisten, weil die Gehälter hier wirklich jetzt so im weltweiten Vergleich eher gering sind. Apropos Gehälter und also was ich auch immer total spannend finde, ist dieses Cost of Living. Du hast ja auch bei Twitter, und wir können auch so wie so üblich auch einmal durch deine Twitter-Timeline, zum Beispiel mit der Coca-Cola-Flasche, die du vorhin gepostet hast. Aber mal gucken, ob man das. Wobei ich leider auch nicht geguckt habe, was diese Coca-Cola-Flasche kostet. Aber ich habe ein paar Fotos gepostet. Ich gehe immer in einer Dobraja Stalovaja essen. Das ist so eine öffentliche Kantine, von denen gibt es hier mehrere. Ja. Und Dobraja ist halt so eine Kette und so Stalovaja ist halt sozusagen das Wort für solche öffentliche Kantine. Und da kannst du halt abends hingehen und ich sag mal für 250 bis 300 Rubel kannst du da schon dir sowas von den Bauch vollhauen, dass da halt. Was sind denn? Und das sind dann halt umgerechnet, sagen wir mal, 3 Euro. Ja, also für 3 Euro kriegst du halt eine komplette Mahlzeit mit Essen, mit Trinken, mit Kompott, mit allem drum und dran, mit Dessert. Ja, also was sagt denn da 200 Rubel in Euro? Ja, sage ich 2, ja. 2,10 sogar. Genau. Ja, also. Ja, krass. Also das ist schon echt vergleichsweise günstig, aber dafür verdienen die Leute halt hier jetzt eben auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist so das ganze Internet, also das ganze Fernsehen ist auf Russisch, die Kinofilme werden alle synchronisiert, das Internet ist, glaube ich, für die Leute hauptsächlich hier auf Russisch. Es gibt ja hier sozusagen auch das eigene Google, das heißt Yandex. Ja, und, Yandex, Und die Siri heißt hier, oder Alexa heißt hier Alisa. Okay. Die russische Sprachassistentin heißt Alisa und es gibt halt, ne, statt Facebook gibt es halt Kontaktio, obwohl das auch nicht mehr so populär ist, habe ich jetzt so mitbekommen. Wie heißt das, Kontaktio? Kontaktio oder Kontakte. Also Kontakte, okay. V-Kontakte. Kontakte schreibt man es und ich glaube, so Kontaktio spricht man es. Wobei Instagram ist halt auch im Moment ziemlich auf dem aufsteigenden Ast, was so die Popularität angeht. Ja. Also, Kontakt geht so im Moment ein bisschen den Weg des StudiVZ, so glaube ich. Ist so. Das ist natürlich eine sehr, sehr klare Aussage jetzt. Naja, aber das, was ich meine, ist die Motivation hier im normalen Leben, ne, jetzt meinetwegen im Vergleich zu skandinavischen Ländern wie Schweden oder Norwegen, wo halt im Fernsehen viel Englisch gesprochen wird, wo halt Fernsehserien nicht synchronisiert werden, wo Kinofilme nicht synchronisiert werden, wo es halt kein eigenes nationales, keine Ahnung, vielleicht gab es mal ein schwedisches StudiVZ, das wird aber wahrscheinlich auch keiner mehr benutzen. Also in anderen Ländern. Von einer Demografie ab. Also ich meine, gibt halt, also wie groß ein Land ist, wie groß die Nutzergruppe tendenziell ist. Ja, war interessanterweise nicht historisch, auch anekdotisches Wissen, dass skandinavische Länder auch mal Russisch, also dass es so genau andersrum war, dass skandinavische Länder Russisch eher gelernt haben. Also mag sein, weiß ich nicht. Also vielleicht, ich meine, ich habe ja in der Schule auch Englisch gelernt und Russisch. Oh, deswegen, was? Deswegen spreche ich ja auch ein bisschen Russisch, oder? Und deswegen kann ich ja diese Buchstaben lesen. Ich habe auch in der Schule Russisch gelernt. Okay, nee, ich hatte Latein. Und mal ganz ehrlich, sonst würde ich hier auch nicht so gut durchs Leben kommen. Also das ist schon, weil so viele Leute dann hier, ich meine, es ist so ein bisschen wie in Magdeburg. Also geh mal in Magdeburg auf die Straße und versuch mal auf Englisch nach dem Weg zu fragen. Das ist ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Kann ich in zwei Wochen einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Also in der Nähe der Uni mag das noch gehen, ne? Weil da halt hast du halt Studierende und irgendwie Leute, die durch die Uni halt Englisch sprechen. Aber desto weiter du von den Unis wegkommst. Und hier ist das halt so ein bisschen genauso. Also die jungen Leute sprechen halt schon noch so ein bisschen Englisch. Aber also auch wo man so sagen würde, eigentlich glaube ich, müssten das die ja alle in der Schule lernen. Aber wenn ich manchmal nicht weiterkomme, frage ich halt junge Leute irgendwie auf der Straße, ob die halt Englisch sprechen. Ja. Nee. Das ist dieser alte BBC-Witz, wo jemand fragt, so hier sprechen Sie Deutsch und dann so, nee, Deutsch können wir gar nicht, ganz, ganz, ganz schlecht. Aber dann sagen sie das auf Englisch und unterhalten sich dann aber während auf Deutsch. It's a funny sketch. Aber jetzt nochmal zur Unterrichtssprache. Wie funktioniert das denn dann? Also wenn man, also gut, Masterstudierende, vielleicht können sie schon mehr, aber
Genau, die Studierenden lernen hier natürlich Englisch, weil sie ja, wenn sie in dem Semester nach Deutschland kommen, dann halt dort alles auf Englisch stattfindet. Und die lernen auch ein bisschen Deutsch, weil natürlich man sich in Magdeburg nicht mit Englisch durchfragen kann, sondern vielleicht noch eher mit Russisch. So, yeah. Und wie ich sage, der Englischunterricht, ich glaube, hier an der Uni ist der echt gut, weil es gibt hier halt so Muttersprachler, aber trotzdem sehen die Studierenden die Motivation nicht, das zu tun. Und was die Englischlehrkräfte mir hier immer gesagt haben, ist: Matthias, du musst unbedingt so früh kommen wie möglich, weil wenn du hier warst, dann steigt die Motivation, am Englischunterricht teilzunehmen, praktisch ins Unermessliche, weil halt die Studierenden sehen, oh, es gibt tatsächlich Leute, die sprechen halt nur Englisch mit uns, außer vielleicht mal ein paar Brocken Russisch. Und wenn wir die dann auf Russisch was fragen, sagen die, ja, ne panimaju, ne, kannst du halt die Frage nochmal auf Englisch stellen, bitte. Ja. Und das ist, glaube ich, schon da eine wichtige Lektion, die lernen müssen. Und die müssen auch vorher halt natürlich so einen IELTS-Test machen und da ein gewisses Level erreichen, dass sie halt überhaupt in Deutschland zugelassen werden. Und das ist auch eine gewisse Hürde. Aber ansonsten, was, weil wir ja vorhin so ein bisschen bei den Inhalten hängen geblieben sind, was die Inhalte angeht, also letztendlich, ich nehme die relativ gleichen Lehrveranstaltungsinhalte der Vorlesung, wie sie halt in Deutschland in dem internationalen Studiengang läuft, und mache halt das Gleiche hier als im Blog-Seminar. Im Prinzip mit den gleichen Übungsaufgaben, mit ähnlichen Simulationsaufgaben. Ich habe hier einen Raum, der auch so ein paar Computer hat, so ein Computerlabor. Die sind nicht wahnsinnig neu, aber sie funktionieren halt. Und dann simulieren wir ein bisschen was in MATLAB oder in Netzwerksimulatoren und probieren so Sachen aus. Ich versuche das halt möglichst interaktiv zu machen natürlich und da nicht so lange zu monologisieren, und dann klappt das eigentlich ganz gut. Kannst du einschätzen, wie insgesamt der Vortragsstil oder auch der Unterricht, also wir wollen ja nicht keinen Unterricht machen, sondern Vorlesungen, Seminare, aber ich nenne es jetzt mal Lehrstil, von den russischen Kollegen ist? Also gibt es da sozusagen, ist es auch viel PowerPoint, ist das viel Monolog, haben die Think Pair Share in allen Sachen, was benutzen die? Also ich glaube, das ist im Großen und Ganzen ist das recht traditionell angehaucht. Also ich glaube, das ist sehr im Allgemeinen, also ohne jetzt den Leuten hier zu nahe zu treten, und es wird mit Sicherheit totale Ausnahmen davon geben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es halt schon recht konservativ, wobei ich halt auch sagen würde, dass das Betreuungsverhältnis hier relativ gut ist. Also ich glaube, hier hast du gerade so auch in den technischen Studiengängen, und ich meine, das haben wir ja auch in Deutschland, relativ wenig Studierende pro Prof, pro wissenschaftliche Mitarbeiter. Es gibt, ich glaube, es gibt auch, ne, was ja in Deutschland uns total abgeht, ist so akademischer Mittelbau. Ne? Also Leute, die eine Dauerstelle haben, ist ja Goldstaub an deutschen Universitäten. Und ich glaube, das gibt es halt hier schon noch viel mehr. Also es gibt hier einen relativ breiten Mittelbau, und der sich dann doch schon eben recht intensiv um die Studierenden kümmert und in kleinen Gruppen Sachen hands-on und so mit den Leuten macht. Und ich glaube, die sind auch relativ viel in Laboren unterwegs. Das ist, glaube ich, ohne jetzt wieder den indischen Unis zu nahe zu treten, aber das sind einfach so viele Leute, so viele Labore kannst du gar nicht bauen. Mhm. Und das ist hier, glaube ich, ganz gut. Ich glaube aber, die Laborausstattung ist dann hier auch zum Teil recht antiquiert. Also die Studierenden, wenn die dann immer zu uns nach Deutschland kommen, sagen, oh, das ist ja so ein modernes Messgerät. Und dann sagen wir, ja, das ist aber eigentlich unser altes. Das hätte ich jetzt aber auch, also nachdem, was du vorhin erzählt hast, hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass eben die Ausstattung doch da ist, gerade wenn man nicht so viele Studierende hat. Wie ist das denn mit Studiengebühren? Also ich finde, daran kann man schon einfach extreme Unterschiede ableiten, weil wir ja keine haben, zumindest nicht offiziell. Andere Länder haben es, also wir sind ja mit die einzigen. Also ich glaube, in Russland gibt es auch keine. Oder zumindest kriegen die hier auch alle, fast alle, so ein staatliches Stipendium. Also ich glaube nicht, wie gesagt, das könnte sich ja sonst hier auch keiner so wirklich leisten. Was würdest du sagen, hat insgesamt der, jetzt machen wir so ein bisschen Meta quasi, einfach weil es mir gerade in den Sinn kommt, was würdest du sagen, hat welchen Stellenwert hat Bildung insgesamt? Schon definitiv einen hohen. Okay. Also zumindest also, so in kind, der... Kind, hier soll was werden, du sollst es besser haben. Das ist ja auch so ein Narrativ, also zumindest finde ich, das kann man das bei uns noch sehen. In manchen definitiv. Also ich würde fast sogar behaupten, dass es manchmal vielleicht so gewisse Bevölkerungsgruppen hier so ein bisschen übertreiben. Kennt man ja vielleicht auch von,
also ich kenne es zumindest so in meinem bekannten erweiterten Familien-Schulblase-Kreis in Deutschland so, dass gerade Eltern mit irgendwie russischem Hintergrund dann Montag geht das Kind zum Ballett und Dienstag geht das Kind zum Klavierunterricht und Mittwoch geht zum Sport und da, also der Tagesplan von dem Kind ist härter durchgetaktet als der eines Top-Managers, also, so nach dem Motto. Bootcamp-Eltern. Aber die gibt es, glaube ich, in jeder Nation. Ja, wahrscheinlich gibt es die halt in, ja, aber das fällt mir halt so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier so in gewissen Schichten auch so ein bisschen das Problem ist, dass man halt, ne, also wie man so schön sagt, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man halt dran zieht. Man könnte den Leuten auch manchmal tatsächlich ein paar mehr Freiräume ermöglichen. Aber nee, ich glaube schon, dass Bildung hier an sich einen relativ großen Stellenwert hat, definitiv. Und es gibt ja auch... Ja, genau. Und es gibt ja auch so, wenn man so hier so durch die Stadt läuft, es gibt schon auch super viele Sprachschulen, also oder so, ich würde so sagen, vielleicht sowas wie private Nachhilfeinstitute, ne, wo man halt so versucht, wieder vielleicht gewisse Defizite von staatlichen Schulen auszugleichen. Das ist ja auch vielleicht so ein Trend in Deutschland. Ich würde, also das würde ich tatsächlich sowohl für Südkorea, da gibt es sogenannte Hakwons, also da hat der Viertklässler Nachhilfe, aber eigentlich würde ich es eher als Vorhilfe bezeichnen, im Sinne von, man will den Unterrichtsstoff und das Curriculum vorher durchackern. Und weil das jeder macht, ist das sozusagen eher ein Nachteil, wenn man sein Kind nicht, und der Stress ist total hoch. Da muss man sich gewisse Gesundheitsdaten angucken. Und dann sieht man das. Und auch das würde ich sagen, ist vielleicht, naja, was heißt Klischee, aber das scheint ja also eine gewisse sehr durchstrukturierte, fast schon paramilitärische Bildung. Du musst das jetzt. Und ja, das Sprichwort, wenn man dran zieht, das scheint ja auch da zu sein. Auf der anderen Seite, und das habe ich aber auch in der Mongolei gemerkt, gerade so diese, was wir vielleicht auch als zweiten Bildungsweg bezeichnen würden oder als Degree oder extra Qualifizierung. Meinst du das, dass man quasi durch die Stadt geht und solche Sprachschulen oder auch gerade mit Ingenieurszertifikaten wurde total oft geworben, das irgendwie in 2, 2,5 Jahren nachzumachen, was wahrscheinlich bei uns eher so eine Abendschule oder ein Abendgymnasium wäre? Meinst du das mit diesen Instituten oder sind das eher Sprach? Ja, genau. Also ich glaube, dass ich, ja, so Sprach, ich, also ich, mir fallen halt, ich verstehe auch nicht alles, was immer an den Schildern steht, aber ich sehe so viele Sprachschulen. Und ich glaube, das ist so, dass das schon was ist, womit Leute auf dem Arbeitsmarkt wieder wertvoller und attraktiver sind, wenn sie halt sagen können, ich kann aber wirklich irgendwie ganz gut Englisch und vielleicht nicht, was wir sagen würden, verhandlungssicher, ne? Aber also ich kann man schon mal mit ein paar Leuten telefonieren, die von, weil natürlich, klar, auch hier sucht man Wirtschaftsbeziehungen in den Westen und dahin, wo man halt Englisch spricht und Englisch ist nun mal dann vielleicht auch irgendwie die Weltsprache der Wirtschaft. Ja, ich würd einmal sagen, wir gehen mal durch dein Twitter-Feed, weil du durchaus einfach so Alltagsimpressionen, das finde ich irgendwie so spannend, weil das noch als Werbeblock, die letzten 2 Jahre hat man wenig über Auslandssemester gesprochen, weil Corona und so. Aber als Gelegenheit, und das ist ja irgendwie auch eine Besonderheit an deiner Arbeit oder der Arbeit an der Uni, dass man eben doch immer mal wieder oder auch für eine längere Zeit in ein Forschungssemester gehen kann. Und das fand ich an Auslandssemestern immer cool. Natürlich ist eine Geldfrage etc. Es ist auch irgendwie eine Frage, wohin, wie extrem muss das Ganze sein? Und ich würde jetzt Russland auf der Seite im Sinne von, wie anders ist das? Also es ist mit Sicherheit komplizierter als ein Auslandssemester in Frankreich, ohne das jetzt böse zu meinen. Ja. Und dann finde ich gerade so diese Alltagsimpressionen einfach sehr interessant, weil irgendwie findet da ja durchaus Leben statt. Den fand ich ziemlich cool, ein Hybrid-Kinderwagen, weil... Sieht man ja relativ häufig im Alltag. Echt? Okay, das sieht auch so Kinder... Also so, hat was von einem Schneemobil, also... Liegt jetzt auch gerade Schnee? Ja, also aber heute hat es getaut wie verrückt. Also heute waren halt eher Pfützen. Aber ich glaube, diesen Winter lag halt relativ viel Schnee. Du hast relativ viel Essen gepostet, oder? Ja, das ist mein Hotelfrühstück, ja. Das sieht, ja, okay. Willst du dazu was sagen? Sonst gehe ich jetzt einfach weiter. man kann es essen. Okay, man kann es essen.
Kleiner Schlitter, Laufrunde. Bist du echt laufen gegangen? Ja, klar. Ich war heute auch. 12 Kilometer. Oh mein Gott, wie kalt ist es? Nee, es ist ja also um den Gefrierpunkt rum. Also der Wind ist halt manchmal relativ frisch, aber wenn man so eine winddichte Weste angeht, geht das eigentlich ganz gut. Okay. Also da war ich unter Brücke. der Brücke, heute bin ich Okay. über die Brücke drüber gelaufen. Wobei muss man sagen, das ist schon ein bisschen Laufen für Fortgeschrittene und also wenn man zum Beispiel jetzt so in so Städten wie Magdeburg darüber schimpft, dass die Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer so schlecht ist und dass Städte halt so für Autos gebaut sind, dann sollte man halt mal nach Ja. Russland kommen. Also hier ist das halt im Prinzip nur für Autos gebaut. Wenn du hier, also du kannst froh sein, wenn es an den Straßen, zumindest die so ein bisschen abseits von Wohnsiedlungen gibt, wenn es da überhaupt einen Fußweg gibt. Okay, also ist das ein Fußweg? Das ist ein Fußweg. Oh mein, okay, es wäre jetzt Trampelfahrt, aber das liegt ja schon echt extrem heiß. Okay. Ja, verrückt. Kommt da noch was? Ja, okay, und das Ja, noch ist, mehr. ja. Ja, das ist der Weg zur Uni. Also da hinten sieht man, glaube Das ich, ist den der Weg, Zaun. okay. Das ist der Weg vor dem Uni-Gebäude, ja. Ja. Und wie viel Grad haben wir es, habt ihr es dann aktuell so circa? Naja, es ist nachts sind es immer so, sagen wir mal, -5 und tagsüber sind es halt so, Okay. naja, ein paar Plus gerade. Aber ist natürlich immer so, wenn halt so viel Schnee liegt, kannst du natürlich nicht +10 Grad haben, weil der ganze Schnee das ja halt so runterkühlt, die Ja. Luft. Also, Logisch, ja. Wie ist denn die Luftverschmutzung? Das ist vielleicht eine komische Frage, aber das ist tatsächlich in anderen Ländern immer so ein Ding. ja, also vermutlich höher als in Deutschland, weil hier ist halt also wirklich sehr viel Autoverkehr. Okay. Und der Schnee, hat man auch gesehen, ist ja auch dann ordentlich schmutzig so nach einiger Zeit. Ja, Kommt halt immer deswegen so ein frage bisschen ich, darauf ja. an, wo der Wind herweht. Also wenn man, das ist ja so ein bisschen das Problem, ich sage, wenn man hier laufen geht und ich will halt von der einen Seite des Flusses auf die andere Seite des Flusses muss ich über eine dieser Brücken laufen und dann läuft man halt im Endeffekt direkt neben der Fahrbahn, ja, auf so einem Radweg halt, ne, oder wie auf so einem Fußweg. Und da Ja. muss man auch mal gucken, dass man auf der richtigen Brückenseite läuft, dass halt man die frische Luft bekommt und Gott, okay. nicht nochmal die ganzen Abgase, weil wenn dann so, also ich meine die Autos, was halt interessant ist, also als ich 2015 das erste Mal hier war, hat man halt viel mehr so getrashte Autos gesehen, ne? Also wo irgendwie so Riss in der Frontscheibe einmal so total quer drüber oder halber Kotflügel Ja. hat gefehlt. Das ist jetzt schon besser geworden. Und ich würde sagen, es gibt jetzt auch mehr Autos, die halt hier so mit Katalysator fahren und westlicher ausgestattet sind. Aber gerade die russischen LKWs, die machen doch manchmal ganz schöne Rauchfahnen. Okay, Und das ich hab mal schnuppert man dann. nebenbei geguckt. Also, wie gesagt, als ich in der Mongolei vor ein paar Jahren war, war es ein absolut massives Thema. Ich habe auch echt lang nach Masken und so geschaut. Also, PM 2.5, also die. Mikropartikel. Klein, genau, ist wohl relativ gut. Weil also das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Ich finde, da kann man Ja. halt durchaus auch eine Ableitung treffen, okay, wenn die Luftqualität nicht so gut ist und aber auch keiner irgendwie Masken trägt oder sie einfach nicht gibt, das war in Ulaanbaatar bei mir erstmal der Fall, dann hat das ja auch durchaus was mit Studierendenleistungen zu tun oder mit Lernleistungen, weil wenn ich nicht mal irgendwie relativ lange zur Uni muss. Und dann auch noch die Luft schlecht ist. Also, das finde ich einfach so mit Lebensstudienbedingungen im weitesten Sinne wortwörtlich ein R-Faktor. Aber eine Yellow Warning vor Snow and Ice. Okay. Ja. Spannend. Was hast du hier gekauft? Ah, Manti, Manti. also Manti sind so wie Teigtaschen oder Ja. wie Maultaschen. Es ist so verrückt. Im Koreanischen heißt das Mandu. Und ich glaube einfach, Teigtaschen gibt es überall. Es ist einfach faszinierend. Eigentlich im Prinzip ja. Das ist, also im Indischen heißen sie ja Momos, also irgendwie, da hat sich was durchgesetzt. Ja, und ich weiß nicht, also Mantis, da steht halt, also es ist mit und dann Kartoffelem oder Ah, Kart. okay. Das hier. Aber eigentlich heißt Kartoffeln heißt eigentlich Kartoschka, also weiß ich auch nicht, was das. Kartoffelem, ja, okay. Und das ist 25 Gramm, oder? Und das sind 25 Gramm und Smetana ist halt so saure Sahne. Und Ratatschi, was ist das das? heißt Ragu. Ragu, okay.
Ragout, das ist einfach Ragout. Dann Sock ist Saft. Okay. Sock Assortimenti ist sozusagen irgendwie Saft aus dem Sortiment. Loses Obst sozusagen, oder? Nee, ja, weiß ich nicht. Also das, so, war halt okay. Apfel, das war halt Apfelsaft. Also wahrscheinlich gibt es halt auch mal noch Orangensaft und noch einen Saft. Kraffin ist sozusagen wie ein Muffin. Ich weiß nicht, warum das Kraffin heißt und nicht Muffin. Okay. Ja, und mit irgendwas mit Cremom, also mit Creme. Ist das Salat? Hast du dir... Und das ist Salat. Salat. So, pass auf. Das heißt Anfänger. Salat Caesar. Also das ist ein Caesar Salad. Ein Caesar Salad. Hast du dir aber was gegönnt hier? Ja, es ist Kurize und Kurize ist halt Hähnchenfleisch. Okay, und ein Latte, oder? Nee. Und ein Latte, genau. Kann man lesen, ne? kann man, also wenn man ein bisschen aufgepasst hat, dann, ja. Für irgendwie, was haben wir gerade gesagt? Für 350 Rubel, also für 3,50 Euro, ja. Aber das war halt, das war echt teuer, weil da, weiß ich, die Manti waren halt relativ teuer. Also ansonsten habe ich in dieser Stalova ja immer so um die 240, 250 Rubel bezahlt. Aber ich meine, muss halt überlegen, ne? Das sind also sozusagen ein Saft, ein Kaffee, ein Salat, ein Muffin als Nachtisch und sozusagen ein Hauptgericht mit Teigtaschen und Gemüseragout. Also es ist schon eine komplette Mahlzeit. Ja. Mit Vor- und Nachspeise. Das ist der Glühweintee. Chai Glühwein. Im Ende Februar noch Glühweintee. Okay. Ja, aber wobei, also Glühwein, ich habe hier gelesen, Glühwein heißt ja irgendwie Glindwein. Warum lässt sich nicht so richtig etymologisch klären? Und dann? Wein. Einfach Wein. Okay. E-I-N. Ja. Und Glühwein gibt es hier den ganzen Winter. Also ich glaube, ab Oktober bis so April, habe ich gelesen, ist so in den Restaurants durchaus Glühweinsaison. Aber stimmt das Wodka-Klischee-Alkohol-Argument? Also... Also nicht in den Lokalitäten, in denen ich essen gehe. Ja. Und eigentlich auch so nicht. Also ich glaube, in dem ersten Jahr, in dem ich hier war, da habe ich in einem anderen Hotel genächtigt, in einem Hotel, das hieß Hotel Giuseppe, das war wirklich so in der Innenstadt. Mhm. Und das war so von, weiß nicht, italienischen Leuten betriebene Hotel Giuseppe halt. Und da ist es tatsächlich einmal vorgekommen, dass ich morgens beim Frühstück saß und habe da irgendwie so mein Croissant und irgendwie ein Cappuccino da gegessen und getrunken. Und dann kam halt ein Typ rein, der sah auch echt ein bisschen suspekt aus. Okay. Und dann saß der halt so da und dann hat der zum Frühstück 100 Gramm, also 100 Gramm, das ist ja so die übliche Portionsgröße hier, hat der halt zum Frühstück so 8.30 Uhr oder so, hat der halt 100 Gramm Wodka bestellt. Und dann haben die den halt so ein bisschen komisch angeguckt. Und dann musste der das ist halt das Spannende, dann der musste das dann vorher bezahlen. Und dann okay. Dann haben sie ihm aber 100 Gramm Wodka gebracht. Und dann hat er das so ein bisschen so mit zittriger Hand so eingegossen. Und dann ging es, glaube ich, auch besser. Aber und dann habe ich das, den Studis erzählt dann in der Veranstaltung, also heute Morgen im Hotel ist ja was passiert und so, ne? Und dann haben die gesagt, naja, das käme schon mal vor. Es ist schon selten, aber es käme schon mal vor. Aber das ist ja doch eher ein Klischee. Also, ja, ich glaube, also ich meine, in Deutschland würde ich sagen, ist das halt komplett unmöglich, ne? Also ich meine, ich habe nur in Deutschland auch schon in einigen Hotels genächtigt und bei verschiedenen Konferenzen und Dienstreisen, Erfahrung erzählt, aber ich habe noch niemanden in Deutschland gesehen, der um 8.30 Uhr im Hotelfrühstück irgendwie, hier, das ist ja praktisch, also so ein Glas hier halb voll mit... Weiß nicht, wenn man vielleicht am zweiten Wiesentag, ich weiß es nicht, aber selbst dann, keine Ahnung, aber insgesamt, ja. Aber okay. Also wenn man irgendwo abends zum Essen eingeladen wird, dann selbst auch so bei offiziellen Anlässen von der Uni, dann tut man ganz gut daran, wenn man da jetzt nicht mit nüchternem Magen sozusagen dahin geht, weil der erste, also ne, dann gibt es ja immer so Toasts, also dann gibt es immer
eine Runde und die erste ist immer, weiß nicht, und die zweite ist immer auf die Frauen und die dritte ist immer auf dieses und jenes und so. Da gibt es so eine ganz hochoffiziöse Reihenfolge. Ah, okay. Und die erste Runde gibt es auch immer schon vor dem Essen. Und dann, wenn man da nicht gleich schon so ein bisschen schräg sitzen möchte, dann. Ja. Das sieht ja hochoffiziell aus. Das ist aber jetzt nicht wegen der Flying Faculty, sondern weil die Kasan-Uni einen Fokus auf Aero-Engineering hat, nämlich stark an, oder? Also das ist das Logo der... Das ist das Logo der Universität und weil okay. das eben eine technische Uni ist, in der es hauptsächlich um Luftfahrt geht, haben die halt so ein Flugzeug. Das ist ja auch nachher ein Tupolev, diese Uni. Ja. Wie kam denn das an oder wie hast du das denn verkauft oder hast du das überhaupt erzählt, dass du jetzt auf Twitch streamst? Naja, das kam so, dass eine Studentin mir vorher eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, sie kann leider an dem Mittwoch und Donnerstag und Freitag nicht kommen und nicht an der Lehrveranstaltung teilnehmen, weil sie ist gerade irgendwie in Moskau unterwegs, auch sozusagen zu was einem universitären Anlass, irgendwie so ein Austausch und so. Und sie hätte aber halt im Prinzip abends problemlos Zeit, sich da irgendwie mal so eine Aufzeichnung anzuschauen. Und sie wäre halt froh, wenn ich irgendwie das Material schicken könnte. Und dann hat sie halt gesagt, also ob das für mich ein Problem wäre, ein Kommilitone von ihr würde das halt aufnehmen und würde ihr das dann schicken. Kannst auch sagen, kann ich selber... Genau, und dann habe ich halt gesagt, dann zeichne ich das lieber gleich richtig auf. Da muss ich halt ihr Kommilitone nicht drum kümmern und dann haben wir vielleicht auch irgendwie besseren Ton und besseres Bild und dann kann ich ja auch irgendwie den Bildschirminhalt von meinem Laptop halt direkt aufzeichnen. Und also, und ne, wir haben dann, klar, man sagt ja Hallo und sagt hier, und ich habe immer so Namensschilder, ich weiß halt schon, welche Leute da vorher kommen, dann habe ich für die immer so Namensschilder vorbereitet, dass ich auch mit Namen ansprechen kann. Weißt du, das Wie ist groß ja schon ist dein Kurs? 10 Leute. Ah, okay, das ist schon eher so ein Seminar. Also es ist eine kleine, feine Gruppe, ne? Und die kennen sich auch alle. Das ist halt so in Russland, das ist eine feste Seminargruppe, wie ich sage. Mhm. Das ist wie eine Klasse im Prinzip. Die haben halt fast alle Lehrveranstaltungen zusammen. Die haben die Englischkurse zusammen, die Deutschkurse zusammen. Ja. Die kennen sich halt wirklich sehr gut. Und also so Konzepte wie soziales Lernen funktionieren auch wirklich echt gut. Ist nicht so anonym, also das ist vielleicht so ein Vorteil der russischen Unis, dass es da schon und, mehr sozialen Zusammenhalt gibt, definitiv. Und nicht so dieses, hier total anonyme, jede Lehrveranstaltung hast du mit raus, ja. Und wenn da halt mal einer nicht da ist und nicht kann oder nicht fehlt, dann fällt das auf und dann würde halt auch jemand anders aus der Gruppe problemlos sagen, ja, pass auf, ich bringe halt irgendwie mein, also der saß dann halt da, hatte schon so ein iPad oder halt so ein Tablet so schon auf so einen Ständer gestellt, ne, und hat okay. den Finger an der Rekordtaste und dann habe ich ja mal gesagt, ja, pass auf, ich habe das schon mit ihr besprochen, ich zeichne das halt bei mir am Laptop auf und dann war halt wieder das Einfachste im Prinzip, es aufzuzeichnen, es halt einfach zu streamen, weil dann gibt es ja halt eine Aufzeichnung, die man halt einfach per Link verteilen kann. Ja. Ich hätte das jetzt auch einfach irgendwie in Zoom aufzeichnen können, da wäre dann eine riesen Datei rausgekommen, die wieder irgendwie endlos kompiliert hätte auf meinem Rechner, hätte ich wieder irgendwie hochladen müssen, Link generieren müssen. Ich meine, das ist mittlerweile... Ja, wie kam Twitch an? Also ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich den Link geschickt, hier, das ist der Kanal. Genau, das kam super gut an und die hat sich auch ganz fleißig bedankt und hat halt auch gesagt, ist ja spannend, dass das halt noch irgendwie 20, 30 Leute mehr geguckt haben, außer ich. Das hätte sie jetzt auch nicht so erwartet, aber warum halt nicht, ne? Oh, wow, ja, tatsächlich. Ja, das Letzte ist aber was anderes, weil das ist halt dieses, was wir gerade gesehen haben mit den Effective Presentations. Ich weiß nicht, du kannst ja doch mal einen, also das ist jetzt tatsächlich so ein einer von den EMV-Kursen. Ja. Ja, und da. Soll ich auf einen speziellen klicken? Oder? Ist eigentlich egal. Du kannst hier mal sieht so man den da zum Beispiel nehmen, genau, weil da ist, da sieht man halt mal so ein ganzes Kamerabild und dann mache ich was an der Tafel und dann nutzen wir halt dieses und jene Simulationstool und. Ja. Und das ist halt wie immer mit dieser schönen OBS-Bot-Kamera aufgenommen. Und Leute, wir gucken mal, ob wir einen Overhead-Projektor finden, okay? Das ist ja immer so ein Spot. Wie nennst du den immer? Die offizielle Bezeichnung? Polylux, genau, der OVR. Und unter dem, also ich weiß nicht, ich müsste mal recherchieren,
Ich glaube, Polylux ist so ein Markenname, so wie man halt sagt, ein Föhn oder ein Tempotaschentuch. Ein Föhn ist eine Marke? What? Ja, Föhn ist ein Markenname von der Firma Braun. No way, today I learned. Wie kam das an? Weil du hast ja, okay, jetzt habe ich aber richtig viele Fragen. Ja, hast du einen Teacher-Raum? Baust du da jedes Mal auf und ab? Wie kam das an? Das muss sie doch relativ hart geflasht haben, oder? Weiß ich nicht. Also die haben sich das zumindest offensichtlich anmerken lassen, dass sie das jetzt eventuell hart geflasht hat. Das ist dieses ominöse Computerkabinett, von dem ich sprach. Also da, ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch keine Bilder von dem gepostet, wo man mal den kompletten Raum sieht. Aber das ist so... Und eine Tafel. Ja, ein größerer Klassenraum, vorne ist eine Tafel, dann kann man halt so eine Wand runterfahren, die verdeckt dann aber halt die Tafel, so eine Projektionswand und dann stehen, das ist ein interessantes Raumkonzept, also in der Mitte stehen so Bänke, wo man so sitzen kann, dass man halt so dieses frontale Setting hat und dann stehen halt an der Seite nochmal Tische, wo es so Computer gibt, wo man dann aber im Prinzip in Richtung der Wände guckt und dann kann man halt sagen, man macht eine Vorlesung. Oder sozusagen so ein Setting, wo halt alle erstmal relativ nach vorne gucken und dann kann man halt sagen, okay, alle setzen sich an die Seite und können halt mit Computern arbeiten. Und das dann können die natürlich trotzdem noch nach vorne gucken, aber wenn sie das halt eine Stunde lang machen, dann kriegen sie halt alle so eine Nackenstarre. Ne? Also hier jetzt an der Seite der Wand stehen Computer, also quasi genau, und auf der anderen Seite, an der Fensterseite stehen auch nochmal Computer. Und es gibt eben vorne das, wo mein Laptop draufsteht, das ist so eine, wie heißt das auf Russisch? Multimedia Tribun. Ne? Also eine Multimedia-Tribüne. Und da ist halt so ein fester Rechner eingebaut mit diesem, da habe ich doch mal auch so ein Foto gepostet von diesem russischen Bedienpanel, wo so alles auf Russisch draufsteht. Hier musst du drücken, dann geht alles an und geht alles aus und dann. Das musst du dir mal merken, da müssen wir halt nachher nochmal drauf zurückkommen. Das muss aber schon länger her sein. Da musst du mal ein bisschen runterscrollen wahrscheinlich. Das muss so schon letzte Woche gewesen sein. Ja, machen wir mal, wir bleiben mal beim Stream. Das finde ich geil. Wir bleiben erstmal beim Stream, genau. So, naja, und ich habe dann, also ich habe natürlich denen gesagt, ne, jetzt hier, pass auf, ich zeichne das auf und ich werde halt gucken, dass die Kamera halt nur vorne bleibt, also dass nicht ihr dann drauf zu sehen seid. Und deswegen habe ich das jetzt auch immer dann versucht, ein bisschen so zu takten, dass ich nicht immer Stream an, Stream aus, Stream an, Stream aus, sondern habe immer so ein bisschen sozusagen Fragen und Sachen gesammelt, wo es sich lohnt, okay, das jetzt mal in einer längeren Phase zu erklären. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir wieder aus und jetzt geht ihr halt an den Computer und jetzt klären wir halt Fragen individuell. Das erklärt, warum du an 5 Tagen immer mal wieder. Aber wie sind die Zeiten gestaffelt? Also hat er auch eine Vorlesung 90 Minuten? Wir fangen immer morgens um 10 an und machen dann bis um 12. Dann machen wir eine Stunde Mittagspause. Das reicht auch vollkommen aus, weil direkt in dem Gebäude gibt es auch so eine Cafeteria, so eine Stalova ja sozusagen, wo man halt auch sehr günstig Essen kaufen kann. Also sogar noch günstiger, weil das wahrscheinlich über die Uni finanziert ist. Also da bezahle ich halt für Mittagessen 1,50 € umgerechnet. Also ich habe mir das jetzt da tatsächlich noch nicht so groß angeschaut, weil ich ja keine Zeit hatte dafür. Ich bin mal wieder von der Bildqualität beeindruckt, muss ich jetzt mal sagen. Man kann das ja echt gut lesen. Ja, am Ende ist es halt eine Tafel. Was ich viel cooler finde, ist, dass du es halt mitgenommen hast. Du hättest ja auch genauso sagen können, weiß nicht, Stativ plus Webcam auch okay, aber Bewegung plus Einfangen, ist schon. Aber das haben die sie, also da haben die nichts zugesagt. Das war von naja, also mal, pass auf so. Weiß nicht, also wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich war alle, wir haben gedacht, ach, wahrscheinlich machen das alle so in Deutschland, das Normalste der Welt, keine Ahnung. Nein. Und dann ist aber. Oh Gott, jetzt geht die Tafel auf. Oh mein Gott. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine aufklappbare Tafel gesehen habe. Ja, aber also diese Tafel, mittlerweile funktioniert die schon recht gut. Ich kann mich erinnern, das ist natürlich die gleiche Tafel, als ich da vor 5 Jahren war oder vor was und jetzt schon vor 7 Jahren, 2015. Und ich bin mir sicher, ich bin 2015 war ich die Person, die das erste Mal an diese Tafel geschrieben hat. Also, weil die war so ganz. Was? Ja.
ganz, ganz komisch, so ganz glatt irgendwie. Also die, wahrscheinlich musste man die erstmal einschreiben. So, und das, also das letzte Video oder der letzte Stream, das ist auch was, was ich schon längere Zeit in Kazan mache. Oder die Effective Presentation. How to give effective presentations, ja. Genau. Also, weil sich das natürlich auch mal irgendwie ein paar Leute aus Kazan angeguckt haben und gesagt haben, oh, das ist ja immer ganz interessant, was der Matthias da macht und der kann ja auch ganz nett erzählen und so. Vielleicht lassen wir denen mal eine Präsentation machen, wie man gute Präsentationen macht. Und da habe ich gesagt, ja gut, okay, mache ich. Hab ich da mal mich irgendwie hier mal so Wochenende hingesetzt, mir ein paar Folien vorbereitet und ein bisschen was überlegt. Und ich glaube, das muss ich wahrscheinlich, weiß nicht, 2018 oder 2017 oder so das erste Mal gemacht haben. Und das mache ich halt jedes Jahr und das habe ich in diesem Jahr, weil natürlich auch Leute gesagt haben, ich kann nicht kommen oder ich will nicht kommen oder wie auch immer. Mhm. Die Situation ist ja auch in Russland noch eine Situation. Habe ich halt gesagt, okay, dann streame ich das halt auch oder zeichne das im Prinzip auch auf. Hab das dann auch auf, wie gesagt, auf Instagram angekündigt. Das ist ja so das Populärste, wo man halt da relativ viele Leute dann auch mit erreicht. Und danach, also ich habe so 30 Minuten erzählt und danach halt Fragen geklärt. Und danach gab es dann in diesem Raum, das war so ein, die nennen das halt auch Coworking-Raum, Coworking-Space, gab es dann noch so ein kleines Get-Together so mit Kaffee und Keksen und ein bisschen Smalltalk. Und da kamen dann die Leute tatsächlich an und haben gefragt, oh Matthias, was ist denn das jetzt hier für eine Kamera und was ist denn das für ein Mikrofon? Weil ich halt auch am Ende dieses Talks auch ein bisschen was erzählt habe zum Thema, genau da, also ne, was halt, nee, muss man noch ein bisschen, das muss so bei vielleicht 25, 30 Minuten so rum sein, wo man drauf achten soll, wenn man Online-Konferenzen macht. Genau, ne, also da habe ich so die verschiedenen Mikrofone zum Beispiel erklärt, wie man einigermaßen sicherstellen kann, dass man vernünftig klingt in einer Videokonferenz und so weiter und so fort. Und das kam halt wie immer relativ gut an. Komisch, das überrascht mich ja jetzt gar nicht. Was mir halt aufgefallen ist, wenn man in Zoom, also am Ende gab es halt Applaus, 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 Applaus und davon hört man in dem Stream ungefähr irgendwie eine Sekunde, dann halt Zoom gesagt, das ist ein Störgeräusch, ich muss es unterdrücken. Das wird rausgefiltert. Das wird, also es ist total komisch. Du hörst halt und dann ist auf einmal komplette Stille. Aber ich traue mich immer nicht, also in meinen, bei meinen anderen Streams aus meinem Besprechungszimmerchen in Magdeburg habe ich das mittlerweile so gemacht, dass ich in Zoom wirklich den Originalton aktiviere, damit man halt diese ganzen Filtergeschichten von Zoom nicht hat, aber in so jetzt mal rasch in einen Raum reingeworfenen Settings hier, da traue ich mich das halt nicht. Ja, tatsächlich. Weil, wie du, also das ist ja das, was du mal sagst, du hast halt keine zweite Person. Ne? Ich stehe da alleine, ich halte den Vortrag, ich drücke irgendwann auf Play und sage jetzt mal bitte Stream starten und dann kann ich nicht nebenbei gucken, ob das irgendwie gut aussieht und gut klingt. Ich muss mich einigermaßen darauf verlassen, was ich mir da vorher zusammengebastelt habe. Und und in dem Raum war es halt auch so. Ne? Also ich war exakt eine halbe Stunde vorher da, bevor das halt anfing und habe in einer halben Stunde eben alles aufgebaut. Und noch kurz getwittert und geinstagrammt, dass ich jetzt gleich live bin und auf Play gedrückt und dann ging es halt auch schon los. Einfach ein großartiges Meme. Audio Quality schlägt wortwörtlich Video Quality. Ja, das. Und dann gab es Fragen, wie welche Hardware und Co. du benutzt. Ja, und genau. Und dann konnte ich auf meinen Blogartikel verweisen, den ich am Wochenende geschrieben habe. Und ich glaube, da kann man auch mittlerweile gut irgendwie hier durch den Yandex-Translator jagen und dann kriegt man da was einigermaßen. Und das ist halt diesen, wo ich dir gesagt habe, der Tweet, wo so oben das Uni-Logo war und wo da was stand auf Russisch, das war halt die Ankündigung für diesen Talk. Ah, verstehe. Und das heißt, und das steht halt, wenn du den jetzt nochmal relativ sind. Besser genau. Auch aktiv, ja. So. Und da steht halt Projekt Uroki, das weiß ich auch nicht so richtig. Also das ist, glaube ich, so ein sozusagen so eine
Hier oben, ja. Ja, so da geht es so um so Leadership, das ist so eine Masterclass, so irgendwie sowas. Und unten steht halt effektiv, naja, Präsentatia, ne? Effektive Präsentationen. Otto Guericke Universität. Von Guericke Universität, Gorod Magdeburg, aus Magdeburg. Ja. Und dann steht halt Dr. Matthias Magdowski. Ach, natürlich, ja, okay. Ach, verrückt. Ja, wenn man es weiß. Sehr cool. Gab's, hattest du auch so eine Art, ja, so Presse jetzt Vorstellungsoffiziell Termine? Also so kenne ich das von so Besuchen oder auch gerade wenn es offiziell ist, also irgendwie braucht ja auch eine Einladung etc. Gab es sozusagen einen Pressetermin vor Ort? Nein, das jetzt nicht. Ich glaube, okay. Der ist da ist dann, da fliegt dann meine Veranstaltung jetzt hier mit den 10 Leuten zu sehr unterm Radar. Ah, okay. Perspektivisch, und ich meine, ich weiß es nicht, also vielleicht wollte man das jetzt so dann auf die Weise auch nicht so ganz an die große Glocke hängen. Also bei meinem Vortrag war auf jeden Fall halt der offizielle Uni-Fotograf da und also bei diesem Talk, bei diesem Vortrag und hat da halt auch nochmal Fotos gemacht. Mal gucken, ob die dann auch nochmal irgendwo veröffentlicht werden oder auch nicht. Also aber ich glaube, die machen immer ganz gerne Fotos, haben es seliger als brauchen und dann kann man da halt immer nochmal irgendwie was gucken, wenn vielleicht brauchen wir auch erstmal irgendwie eine Clearance, eine Freigabe, die Fotos. Okay. Naja, es ist ja durchaus eine universitäre Partnerschaft und Kooperation, auch gerade weil es die deutsch-russische Universität ist, ist ja auch durchaus es ist ja eine internationale Kooperation, die eben auf was sehr Hehrem, nämlich auf Bildung basiert. Insofern ist das, also kenne ich das, dass das eben offizielle. Ja, also gerade weil eh alle anscheinend im Anzug rumlaufen. Also man könnte ja quasi jederzeit flexibel eine Pressekonferenz halten. Cool. Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, das ist einfach wirklich anders, das, gut, wenn du jetzt auch schon öfter da warst, dass du sagst, das ist so ein, vielleicht auch ein akademischer Kulturschock gewesen oder vielleicht, wo du sagst, okay, das hat also positiv wie negativ überrascht. Gibt's da irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, was in Russland, also habe ich jetzt nicht weiter und detaillierter verfolgt, aber es gab halt diese Woche noch eine Veranstaltung, wo so die besten Studierenden des Jahrgangs, also es war so der Tag der herausragenden Studierenden. Adlitschna heißt ja einfach so super, hervorragend, toll. Und da war irgendwas mit Adlitschna. Und dann ist dann immer in der sozusagen Aula, oder da gibt es so ein, naja, könnte man auch als großen Hörsaal nutzen, hat aber schon auch so eher repräsentativen Charakter, der Raum, auch mit so Bühnen und Audioanlagen. So ein Showroom. Naja, so in der Schule würde man halt sagen, eine Aula, ne? Ja. Das heißt halt da irgendwie Konferenz-Nuisaal, ne? Also Konferenzsaal. Könnte man auch super so für Plenary-Talks, Kino-Talks auf einer Konferenz nutzen. Und da gibt es dann immer so ein, ich sag mal schon so ein Showprogramm, ne? Und dann ist richtig jemand da, der moderiert das professionell und dann gibt es irgendwie Musik und dann kommen Leute und tanzen und machen dieses und jenes und dann kommt der Rektor und spricht ein paar warme Worte und dann kriegen die Studierenden, die da geehrt werden, alle irgendwie Blumen und eine Urkunde und werden schöne Fotos gemacht. Und ich glaube, sowas passiert hier relativ häufig. Also, dass Leute, die irgendwie besonders tolle Projekte gemacht haben oder die eben gute Studienleistungen haben oder die sich irgendwie ehrenamtlich in der Uni für irgendwas engagiert haben oder die halt im Sport irgendwie die Uni gut repräsentiert haben bei irgendwelchen Wettbewerben, dass die halt hier ausgezeichnet werden. Und das findet hier, glaube ich, also in einer viel, viel, viel häufigeren Frequenz statt, als das in Deutschland der Fall wäre. Weil ich meine, ja, also sag mal, wann passiert denn sowas in Deutschland? Also ja, also am ehesten noch, wenn gibt irgendwie jede Uni hat so einen Olympioniken gefühlt, so im Schnitt zumindest. Und dann, also so richtige Würdigung schwierig. Ehrenamt noch am ehesten, das macht dann irgendwie noch der Förderverein oder der Alumni-Verein oder so. Aber so wirklich so ein, ich nenne es jetzt mal Day of Excellence, wahrscheinlich heißt das nicht so, aber das ja schon weniger. Naja, und das Offizielle ist. Ich meine, gut, du hast jetzt natürlich auch in schwierigen Zeiten deinen Abschluss gemacht, aber ich habe in nicht so schwierigen Zeiten meinen Abschluss gemacht. Gab es bei dir oder hätte es bei dir irgendwie eine tolle offizielle
Dort auch eine Verleihung gab es. Das haben wir, ja, also ich habe ja in Frankfurt studiert und wir hatten unsere damals noch vor Corona-Zeiten, war die Abschlusszeremonie in der Paulskirche, ein sehr historischer und trächtiger Ort. Da haben auch Leute gesprochen, das war schon sehr feierlich. Okay. Jetzt hier in Potsdam, ich glaube, die ist jetzt irgendwann im Sommer. Mhm. I don't know, also dadurch, dass ich jetzt eh nicht groß gewechselt bin. Aber nee, ich habe mir die zuschicken lassen und zumindest in Magdeburg wäre das auch so, dass es jetzt so eine wahnsinnig tolle und super gute Absolventinnenverabschiedung würde es da jetzt halt auch nicht geben. Oder zumindest, also sieht niemand so in Deutschland, leider finde ich die Notwendigkeit, da wirklich was Tolles auf die Beine zu stellen und da vielleicht auch zu sagen, irgendwie, you gonna give something to get something. Ja, man muss da auch mal ein bisschen Geld reinwerfen, weil das ja auch wieder irgendwie gut ist für die Außendarstellung und was ist, was man ja auch sozusagen für Studienwerbung nutzen kann. Und ich glaube, das haben halt, das gibt es halt in Russland super. Also ich kann mich hier, wie gesagt, in Vor-Corona-Zeiten an so Graduation-Ceremonies erinnern. Also das war halt super gut gemacht, wirklich auch so mit großer Show. Und die haben das dann, weil ja dieses GRIAD-Projekt eben, da steckt ja die Uni in Magdeburg drin, dann steckt noch die Uni in Ilmenau drin, dann steckt noch eine Uni in Kaiserslautern drin und halt die Uni hier in Kasan. Und dann haben die für diese Graduation Ceremony das so ein bisschen so gemacht, wie wenn man halt reist, praktisch von Uni zu Uni. Also man ist da halt hingekommen. Dann hat man halt so praktisch wie so ein Flugticket bekommen am Eingang und alle Leute, die das irgendwie organisiert haben, die waren halt angezogen wie so Flugbegleiter und dann gab es halt am Anfang wie so eine Fake-Sicherheitseinweisung und der Rektor kam dann in so einem Flugkapitänsanzug und dann haben die halt immer so, wir reisen jetzt los und da gab es halt so wie so einen virtuellen Flug, so wir reisen jetzt nach Ilmenau, ne? Und da gab es halt so eine kurze Vorstellung von Ilmenau und das war total cool. Und Der Super Bowl-Charakter, Das muss natürlich auch jemand vorbereiten, ne? Vielleicht auch, keine Ahnung, eine Agentur oder so, damit das halt wirklich gut wirkt. Ja, definitiv. Und dann waren da aber auch die ganzen Studis mit Freunden, mit der ganzen Familie. Und danach gab es natürlich auch irgendwie so ein feierliches Get-Together und Shake-Hands. Und ich kann mich da halt erinnern, dass da halt dann Eltern von Studierenden zu mir gekommen sind, die haben natürlich dann auch wieder kein Englisch gesprochen, aber die Studis haben dann halt irgendwie so ein bisschen übersetzt und ich sag mal, das merkt, die sind halt stolz wie Bolle, dass halt ihr Sohn oder ihre Tochter jetzt da eben studieren durfte und in Deutschland war und halt dieses, sagen wir mal, dieses ganze Erfahrungswissen da eben von der anderen Kultur mitgenommen hat und das, also nur deswegen habe ich vorhin gefragt, was der Stellenwert hat und wie sehr man, das hört sich auch so, als würde man das feiern. Wie gesagt, ich kann auch mich auch in Nepal war ich mal bei einer Graduiertenfeier und dieser Moment, wenn dann wirklich die Hüte hochgeworfen wurden und du einfach gemerkt hast und auch einzelne Studierende kanntest, das war irgendwie schon cool. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt den Talar und alles, das ist ja auch irgendwie auch sehr amerikanisch und irgendwie so sehr auch teilweise too much, aber so diese festliche Grundstimmung und irgendwie, das dann auch einfach anerkennen, weil genau, es auch ist wenn man halt den Bachelor macht, das ist halt was Feierwürdiges. Also das finde ich eigentlich es ist cool. Eben ein Symbol der Wertschätzung. Ja, irgendwie schon. Und also was mich noch interessiert, so als Folgefrage, einfach weil es mich auch so ein bisschen umtreibt, wie gut dann das Alumni, also ich weiß nicht, ob du es einschätzen kannst, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir tun uns im Hochschulmanagement schwer in Deutschland, Beziehungen zu pflegen. Also merkt man ja auch schon so, hier ist jetzt deine Urkunde, okay. Und dann, es gibt die Alumni-Vereine, auch die will ich niemandem zu nahe treten. Wir versuchen das ja auch mal relativ diplomatisch zu formulieren. Aber irgendwie fällt es mir doch schwer, da so eine ähnliche Beziehung zu sehen, wie man sie in anderen Unis und in anderen Ländern vermutet. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, weil wir eben keine Studiengebühren zahlen, im Sinne von, dass es nur eine Wertigkeit hat, wenn man für zahlt, was ja irgendwie auch schade wäre. Wie siehst du das? Inwiefern hat man eine Beziehung, wenn man... Ja, würde ich hier auch noch als durchaus ausbaufähig ansehen. Also es gibt hier so einen GRIAD-Alumni-Verein, die Leute da dort tun mit Sicherheit auch ihr Bestes. Also die bräuchten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Support an der Stelle. Okay. Das finde ich auch irgendwie interessant. Also es ist ja durchaus... Also ich würde jetzt
bin ehrlich kein Russland-Experte, aber ich würde jetzt schon sagen, dass das auch mal ein kollektivistisches Gesellschaftsbild ist. Gegenüber, also zumindest stärker als bei uns. Also ich habe auch schon im Studium so ein bisschen so eine Ellbogenmentalität und so eine Anonymität gemerkt. Und dass man dann vielleicht auch da durchmerkt, dass es, ja, aber das ist jetzt nur eine Überlegung. Naja. Also ich glaube aber, dass dadurch, dass die Leute eben sehr eng verbandelt sind und waren, als sie hier studiert haben, dass, also wahrscheinlich brauchst du solche offizielle Alumni-Vereinigung gar nicht so. Die Leute halten halt trotzdem Kontakt, weißt du? Also weil die halt ja intensiv irgendwie verknüpft waren und halt ein paar Jahre sehr, sehr eng zusammen gelebt haben, sage ich mal so. Dass man... Wie willst du denn... Ja, mal weiter. Ein Beispiel ist, dass die Studis, die ehemaligen, mir ja meinetwegen auch bei Instagram folgen und dann natürlich mitbekommen, jetzt postet Matthias wieder irgendwelche Fotos aus Kasan, der wird wohl wahrscheinlich hier sein, weil sonst könnte er keine Fotos von dir posten. Und dann schreiben die mir halt immer und sagen, sitzt du wieder da? Können wir uns treffen? Und dann sage ich immer, ja, können wir halt prinzipiell machen. Und dann treffe ich mich eigentlich auch relativ regelmäßig halt mit Leuten hier dann irgendwo abends in irgendeiner Kneipe oder in irgendeinem Café. Ja. Und dann kommt, also ne, die dann noch halt in der Nähe sind, ich meine, klar, da wird jetzt keiner halt aus Moskau oder aus sonst wo halt anreisen, aber die dann irgendwie noch in der Nähe sind, die kommen da halt und dann kriegen die das doch alle mit, weil die halt alle noch über, was weiß ich, Kontakte halt miteinander verknüpft sind, ja. Ja, das ist interessant. Ich habe eher so das Gefühl, dass man kommt auch ein bisschen darauf an, wo man studiert und dass man explizit zu Hause aussieht, also quasi als Lebenszyklus eines Studierenden, dass man auszieht und explizit dafür in eine andere Stadt geht. Man ist irgendwie in einem Vorort von Hamburg aufgewachsen und will unbedingt nach Tübingen, warum auch immer. Irgendwie ist es ja auch egal, wo man in Deutschland studiert, würde ich jetzt mal behaupten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wie ist das in Russland? Würdest du sagen, dass auch da ausgezogen wird? Oder sagt man halt so, wir kommen nun mal aus einer bestimmten Region, du studierst da... Gibt es irgendwie eine Top 5 der Unis etc.? Also kannst du da vielleicht ein bisschen was zur also Landschaft sagen? Also ich weiß, dass halt, also immer, ich mache ja auch die Bewerbungsgespräche zum Beispiel mit den Studierenden für diesen Austauschstudiengang. Oh wow. Und dann fragt man die natürlich auch immer, wo sie halt sozusagen herkommen und an welcher Uni sie ihren Bachelor gemacht haben und was so ungefähr das Thema war. Und also jetzt... Von diesen 10 Leuten, die jetzt in dieser Mastergruppe sind, würde ich sagen, kommt halt ungefähr die Hälfte aus Kasan und hat halt auch in Kasan an der Uni studiert, an der auch das Griat damit angesiedelt ist. Und die andere Hälfte kommt halt, oder sagen wir mal, vielleicht ein anderes Viertel kommt auch irgendwie aus Kasan, hat aber an einer anderen Kasaner Uni studiert. Und das restliche Viertel kommt aus anderen russischen Städten, aus Ufa, aus was weiß ich, Ulyanovsk, aus Chelyabinsk, aus was auch immer woher, aus Samara. Also irgendwie das so im weitesten Sinne noch möglicherweise so in der Nähe, aber ja, dann heißt das ja doch schon ein paar hundert Kilometer weg. Ja, also die Hälfte würde ich, also wenn ich jetzt in Potsdam kam nicht die Hälfte aus Potsdam, das kann ich aber sagen. Also das ist nicht der Fall. Potsdam ist jetzt halt vielleicht eben auch nicht so groß wie Kasan, ne? Also fair point. Also ich glaube, also meine Hypothese wird dann eher bestärkt, dass hier bewusst umgezogen wird, deutlicher als in anderen. Aber vielleicht hängt es auch mit der Größe des Landes zusammen. Aber du hast auch angesprochen, dass es relativ viele Unis gibt. Das ist wahrscheinlich dann auch für andere russische Städte so, würde ich vermuten. Also. Das kann ich so richtig einschätzen. Ich glaube mal so, dass halt, in Magdeburg gibt es halt die Uni und es gibt halt die Hochschule. Ja, und dann kann man halt entweder an die Uni gehen oder an die Hochschule. Ich meine, wenn man jetzt in andere deutsche, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Berlin gucke, wie viele Unis, wie viele Hochschulen hat Berlin? Also da mehrere Hände, um die abzuzählen, oder nicht? Wobei auch Unis würde ich sagen, nee. Aber gut, ich will jetzt auch nicht Unis zählen. Aber also ich will darauf hinaus, dass ich das auch in anderen Ländern gesehen habe, dass die schiere Anzahl an Universitäten
auch in Ulaanbaatar als Hauptstadt von der Mongolei, das war absurd. Also ja, höher also ich zweistellig. Ich glaube, der Punkt ist hier so ein bisschen, dass die halt sagen, okay, bevor wir jetzt an einer Uni irgendwie eine neue Fakultät gründen oder einen neuen Fachbereich, lass uns einfach eine neue Uni aufmachen. Also deswegen, die Uni hier, diese technische Uni, die macht ja, wenn man so will, in Anführungszeichen nur Luftfahrt. Ja, also dann zwar irgendwie alles mit von Turbinen und von sozusagen Statik und Mechanik und Maschinenbau, den halt brauchst du, ein Flugzeug zu bauen, bis zu der Elektronik und Sensorik und Automatisierung und Messtechnik, wo ich dann irgendwie unterwegs bin. Aber das Dach darüber ist halt irgendwie alles, was mit Flugzeugen zusammenhängt. Und die andere Uni, die ich halt in, also die andere, eine der anderen technischen Unis, die ich in Kasan kenne, die macht halt nur Energietechnik. Die macht halt okay. So Generatoren und Transformatoren und elektrische Netze und all sowas, was man halt braucht. Und das ist ja was, was man halt in Deutschland eher sagen würde, ist halt ein Institut oder so. Ne? Ja, oder klingt wie die gleiche Fakultät an, mit 3-4 verschiedenen großen Lehrstühlen. Aber genau. Okay, spannend. Matthias, was gibt's noch? Was ist so? Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weiter so reden. Gibt es was du noch teilen möchtest? Oder wo du sagst, da möchtest du jetzt noch drüber reden? Weil normalerweise machen wir eine Stunde, wir haben jetzt schon irgendwie... Ja, wir könnten vielleicht noch kurz, um nochmal den Bereich der digitalen Lehre zu streifen, sagen, dass in Kasan wird irgendwie, also soweit ich weiß, Blackboard benutzt als Lernmanagementsystem. Ja. Hast du schon mal Blackboard Learn? Ja. Also ich habe es zumindest schon mal gehört, offensichtlich noch nicht eingesetzt. Gefährliches Halbwissen in der Richtung. Ich weiß, ist definitiv ein US-Anbieter und es sind relativ viele Aufkäufe und Mergers und Acquisitions in dem Bereich gelaufen. Und Blackboard ist ein, also wir haben nicht nur diese, also nicht nur das LMS an sich, sondern immer wieder, also es ist so ein größeres Ad-Tech. Ja, also ich glaube, die haben auch ein eigenes Videokonferenzsystem, was da irgendwie genau so sowas integriert und so. Die bilden dann so ein ganzes Ökosystem an. Sowas. Ja, genau. Naja, und also zumindest, was ich hier so mitbekommen habe, ist das hier nicht so wahnsinnig populär oder wird nicht so... Aber sie haben es, oder? Ja, also sie haben es. Ich habe da vor Jahren auch mal einen Zugang gehabt, aber das ist jetzt auch eben schon irgendwie so... 3-4 Jahre her, seit ich das hier das letzte Mal benutzt habe. Und da war es echt Chatboard, ja, also von der Usability, aber das mag vielleicht auch an der Version hier gelegen haben. Also auf jeden Fall fällt mir halt auf, ja, das, was man an einer deutschen Universität mittlerweile irgendwie for granted nimmt, dass du halt irgendwie ein gutes, vernünftig nutzbares LMS hast, was irgendwie auch, also ne, wir in Magdeburg meinetwegen benutzen Moodle. Ja. Was so eine gewisse Durchdringung schon erreicht hat, dass das auch in fast allen Kursen, also spätestens irgendwie auch jetzt nach der Pandemie, dann doch mal in allen Lehrveranstaltungen angekommen ist, auch wenn da im Zweifelsfall immer noch Leute nur PDFs hochladen. Ich glaube, dass, also ich glaube, hier passiert halt viel immer noch auf, weiß nicht, dann im Zweifel werden halt PDFs per E-Mail durch die Gegend geschickt und Oder vielleicht halt auch, also auf ganz anderen Kanälen, irgendwie bei WhatsApp, bei Telegram oder so geteilt. Ja, also ich glaube... Yandex hat bestimmt ein Cloud-Storage an, also... Ja, genau. Also ja, ich glaube, die Uni-internen LMS, zumindest so wie ich das jetzt hier von der Uni hier sprechen kann, scheint mir nicht wahnsinnig populär zu sein. Und wie verteilst du denn deine Materialien für dein Seminar? Ich lade die halt auf unseren Ofgu-internen Nextcloud-Speicher hoch und schickt den Leuten dann halt Links da drauf. Okay. Und ich meine so die anderen Sachen, ja, das ist dann wieder halt der Vorteil, stream die Sachen bei Twitch, du kriegst halt einen Link, verteil halt den Link. Lad Sachen bei YouTube hoch, du kriegst einen Link, verteil einen Link. Oder wenn ich halt meine MATLAB-Sachen bei Octave Online hochlade, dann verschicke ich halt einen Link auf dieses Octave Online-Bucket. Die Leute klicken drauf, können das halt alles in ihrem Browser nutzen und brauchen keine weitere Software installieren und alles läuft irgendwie ganz gut. Also das ist dann schon, ja.
wenn ich die PDFs dann ausdrucke und nochmal einscanne und nochmal hochlade, dann kann ich doch auch einen Link schicken. Sorry, man merkt, manche Dinge funktionieren mit Link gut und manche halt nicht. So ein bisschen, ich muss immer schmunzeln, wenn ich einen digitalen QR-Code sehe, weil in meiner Welt der QR-Code für die physische Welt ist, aber lassen wir das. Okay, also LMS. Wieso? Was meinst du mit ein QR-Code für eine? Ja, wenn ich Leute sehe, die einen QR-Code von einem, also irgendwie auf einer Webseite einen QR-Code, damit man irgendwie mit einem zweiten Gerät, also das finde ich manchmal komisch. So. Ja, also auf einer Webseite ist das total komisch, warum sollte ich einen QR-Code haben? Da kann ich auch einen Link machen und direkt dann draufklicken. Aber ich meine, in einem Vortrag, in den Folien irgendwie einen QR-Code einzubauen, halt Leute dann da sitzen und und ich glaube, das ist so, also ich habe zum Beispiel auch Kahoot mit den Leuten gemacht oder so ein paar Mentimeter-Umfragen und sowas, klappt immer, kommt definitiv irgendwie gut an und ist eben was, wofür man jetzt auch wieder kein Lernmanagementsystem braucht. Also irgendwie, also es ist halt nett, dass wir das in Deutschland irgendwie so haben und manchmal ist halt die Infrastruktur dafür dann eben auch schon irgendwie sehr nett und sehr nützlich, wenn sie denn halt auch alle nutzen und wenn halt man weiß, okay, alle haben Zugänge und das ist irgendwie so dann ein der übliche Weg, Sachen zu teilen. Aber wenn man dann halt feststellt, okay, wir haben das jetzt nicht, kriegt man es eigentlich auch anders ganz gut hin. Ja, vor allem, also ich meine, dadurch, dass du ja durchaus eine exponierte Position hast, ist irgendwie klar, okay, das ist ein Gastdozent, der ist auch hier, du bist nur für bestimmte Zeit da. Dann bringst du auch noch eine Kamera mit, die sich drehen kann. Dann ist es halt auch nicht überraschend, dass du sagst, okay, das ist übrigens der Nextcloud-Link. Also da passt ja sozusagen irgendwie dann noch die Neuartigkeit einfach zusammen. Aber die Frage ist halt auch, wie viel du als Gastdozent daran ändern kannst. Also es ist ja, also du machst ja eh schon viel, kannst jetzt nicht auch noch den Moodle aufsetzen und betreuen. Nee, also, irgendwo. Vielleicht müsste ich mich auch einfach mal sozusagen kümmern oder halt mal nachfragen. Vielleicht hat sich das ja auch in den letzten Jahren schon verbessert, aber irgendwie hat es halt auch ohne funktioniert. Ja, so, ich kläre jetzt noch rasch die Frage. Also das hier hinter mir ist, wenn man verrückt, wenn ich dran wackele, sieht man, ist tatsächlich eine Gardine. Ich dachte, es wäre Tapete. Also es wäre so richtig klassische Vollstofftapete. Nee. Ich werde nachher mal ein Foto posten, dass man, wenn man möchte, das auch als virtuellen Hintergrund bei sich in seine lokale Zoom-Installation einbinden kann, wenn man das Matthias Russland-Look entfiert. Ich werde auch ein Foto posten, wie ich jetzt hier sitze, weil das ist die einzige Position in diesem Hotelzimmer, in der man irgendwie einigermaßen vernünftiges Videokonferenzlicht hat. Also ich sitze praktisch mit dem Rücken zum Fenster so und über mir ist die Deckenlampe. Yeah. Und als improvisierten Tisch, auf dem jetzt hier mein Laptop steht, habe ich zwei Nachttische über gestellt und jetzt habe ich hier unten noch so zwei so kleine Nachttischlampen, die mich noch ein bisschen von unten anleuchten. Hattest du nicht eine relativ krassen Setup? Ja, aber das Licht habe ich nicht mitgenommen. Also das Licht habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen. Nee, aber hattest du, Moment. Ja gut, aber die Uni hat heute zu. Also ich, heute ist ja hier Feiertag. Okay. Heute ist halt true. Tag und deshalb bin ich in meinem Hotelzimmerchen und sonst hätten wir es natürlich auch irgendwie aus der Uni machen können. Ja, verrückter Typ. Aber in der Zeitverschiebung, bei mir ist es ja jetzt schon 7:30. Oh ja, wir haben 6:30. Ja, sehr gut. Ach krass. Ich glaube, wir könnten mit Sicherheit noch länger, vielleicht gibt es auch mit Sicherheit noch. Wie bitte? Es reicht doch aus, bevor wir uns jetzt ganz um Kopf und Kragen reden. Oder? Definitiv, ja. Sehr gut. Es gibt bestimmt auch noch die eine oder andere Anekdote, die man entweder in einem späteren Stream oder auf deinem Twitter-Kanal oder auch auf Twitch verfolgen kann. In jedem Fall können wir schon mal anteasern, dass wir es war sozusagen Special Edition Nummer 1 heute im internationalen Kontext. Wir werden, und das können wir auch jetzt schon ankündigen, am 11. März wird wieder Bits & Bytes stattfinden, aber diesmal mit deutlich weniger geografischer Distanz. Wir werden live aus Magdeburg streamen und dann schauen wir mal, was da passiert und was wir noch so den ganzen Tag über machen und wie sich sozusagen eine reine Online-Kollaboration über 2 Jahre das erste Mal
physisch etabliert. Das wird einfach spannend. Das wird sehr spannend. Genau, vor allem definitiv. Wir müssen mal gucken, wo wir das halt machen, weil natürlich außer mein Büro, wo und dieses, es gibt dieses nette Studio, aus dem wir halt letztens unsere Lego-Praktikum. Das war so gut. Das war einfach genial. Also müssen wir mal Präsentation gucken. Gestreamt, aber ich weiß nicht, ob wir den guten Peter überreden können, da uns da reinzulassen. Ja. Wir werden das mal sehen, aber wir werden einen netten Raum finden, in dem wir uns hinsetzen können, und wir haben genügend Equipment, ja, wie man sieht, irgendwie am Start. Ich wollte gerade sagen, also ein bisschen was bringe ich ja auch mit, und das wird cool. Also das freue ich mich auch wirklich drauf, das haben wir jetzt schon länger geplant, einfach weil es ja irgendwie jetzt einigermaßen machbar war. Nee, das wird ja viel cool, und was wir da inhaltlich machen, müssen wir mal gucken, das wird schon so wie immer hier im Stream. Damit würde ich sagen, gehen wir jetzt auch gleich auf. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich guck mal, dass ich das mal wieder hochschneide und hochlade. Damit bis zum nächsten Mal und Dos vidania, wie man in Russland sagt. Paka, paka. Ich sag immer noch gute Out. Tschüss, bis zum nächsten Mal.